Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Sosnovka-Map zusammen mit dem Nico. Moin Moin. Ja, und mittlerweile können wir dann auch beide vernünftig Haufen machen und eine schöne Miete hier platzieren. Und der Tastaturzerstörer 3000 hat auch wieder seine Tastatur devitamalzt. Devitamalz, ja, das ist wichtig. Ich glaube, das ist auch nicht so das schönste Gefühl an den Händen. Ja, nee, Obwohl an du den ja Händen gerade nicht. Ich wieso. glaube eher, dass es nicht das schönste Gefühl an den Tasten ist. Ja, vor allen Dingen, ja, so ein Vitamalz enthält ja auch Zucker, ne? Und auf Dauer würde das ja auch etwas kleben. Jeder weiß, Tasten und Zucker sind die besten Freunde. Ja, jede Taste liebt ihren Zucker und möchte ihn nie wieder loslassen. Ja, und möchte dann gegebenenfalls auch den, ja, wie nennt man es? Tastensockel nicht mehr loslassen. Ja, war ja nur ein paar Spritzer, ne? Ja, wird War schon jetzt nicht so ja schlimm sein. keine ganze Orangensaftflasche. Ach, das hast du auch schon mal gebracht? Es war doch die teure Tastatur, die ich mir da zerschossen mit habe. Ach, die Dingens, die große. Ja, die. Obwohl, ja, im Gegensatz zu der hier ist jetzt auch gar nicht mehr so viel teurer, Obwohl doch, die ist schon noch krass, aber. was. Nein. Du redest doch jetzt von der Mad Catz Dingens. Dummens, ne? Ja, aber die nicht die ganz große Met, sondern die mittlere. Ach so, okay. Da du hättest die ganz große gehabt. Nee, die für 180. Die ganz große kostet doch 300 oder sowas, ne? Ja, genau. Nee, ich habe über die mittlere geredet. Da ist mir dann ja eine ganze Flasche Orangensaft in den mittleren Bereich der Tastatur reingeflossen. Hast du dir dann danach die nicht nochmal geholt, weil die kaputt war? Oder wie war das? Ja. Und dann hast du dir jetzt die jetzige geholt. Und dann habe ich jetzt die mechanische und an der ist es theoretisch sogar möglich, die in eine Waschmaschine zu stecken. Ich will es aber nicht machen. Aber ich meine, es ist eine mechanische, der passiert nichts. Sollte auf jeden Fall deutlich unempfindlicher sein. Ja, nee, weil die Tasten ja mit dem, also es sind ja einmal oben diese ja, Taste, die wir als sehen als Taste, was ja eigentlich nur die Abdeckung für die Taste ist. Darunter ist dieser mechanische Tastenkontakt. Halt Und dieser dann, Cherry und Key. genau, der Cherry Key. Und da drunter ist ja erst die Platine. Und da die Tasten, die wirklich als ja im technischen Tasten heißen, diese Cherry Entschuldigung, ich hab einen Schluck auf. Die verdecken so gesehen ja den, also die sind ja mit einer Dichtung eingesetzt in die Tastatur. Und deswegen kann theoretisch an die Elektronik nichts dran. Natürlich gibt es bestimmt irgendwelche Billighersteller, die dann das, wo es nicht geht, aber. Ne? An sich sollte das unempfindlich sein. Und deswegen habe ich mir dann sowas, ja. Kannst dann auch ruhig mit dem Luftpüster und mit Wasser durchgehen. Das ist echt Falls dann mal nice. wieder was ist das? Mal das Am besten Malztrunk. so eine schöne 1,5 Liter Flasche, ne? Ja, wie gesagt, das mit Orangensaft war eine 1,5 Liter Flasche. Die Oder Tastatur hier die war großen randvoll. 2 Liter Cola-Flaschen, die es neuerdings gibt. Nee, sowas nicht. Aber wirklich, du kennst ja diese Fanta-Flaschen da. Ja. Beziehungsweise die Nalco. Ist ja wurscht. Aber Dann so das ist eine auch heftig 1,5. geworden, wenn man so drüber nachdenkt, von den Mengen her. Früher war ja, ich weiß nicht, so vor 10 Jahren war immer so Standard 0,75, 0,7. Und dann kam irgendwann 1 Liter, dann ging irgendwann so der Trend auch bei Cola und so zu 1,25, 1,5 und so. Das war, wenn du dir überlegst, wie viel eigentlich 2 Liter sind, Ja. ist das schon heftig, wie groß die Flaschen so werden. Obwohl ich mir ja gesagt habe, dass ich eigentlich nur aus Glasflaschen trinke. Wegen Weil das. ungesund, oder? Nee, aber das schmeckt deutlich besser, um ehrlich zu sein. Ich finde, wenn man. Ja, weiß nicht. Also, ich finde, es schmeckt höchstens ein bisschen komisch bei PET-Flaschen, wenn die lange in der Sonne gestanden haben oder so. Ja, weiß ich nicht. Bei Cola merkt man es schon. Oh, da freue ich mich auch wieder auch drauf. Cola. Auf die Gamescom Cola. Was war das nochmal für eine Cola?
War Fritz Cola. Ich meine, ja. So kriegst du ja auch so im Laden, aber die hat da echt anders geschmeckt. Die war schon echt lecker. Was eigentlich immer ganz geil war auf der Gamescom, weiß nicht, das ist so mein Gamescom-Getränk Nummer 1, Dr. Pepper. Dr. Pepper, ja, okay. Also Zuckersaft in seiner reinsten Form. Eine Dose und du liest ausgerastet in der Ecke am Zuckerschock kriegen dran sein. Ja, obwohl, da gibt's Schlimmeres. Also ich finde Dr. Pepper ist vom Zuckerschock-Feeling her am krassesten. Ja, stimmt. Obwohl, hast du schon mal die aus England oder Amerika getrunken, die Dr. Pepper? Nö. Obwohl, ja, aus Holland schon. Ich war ja mal, ich glaube, 3 Wochen Austauschschüler in England. Und das ist heavy. Die haben da ja nicht die strengen Leben, oder ja, streng schon, aber nicht. Die gehen ja vom Zucker und her und so, haben die ja nicht so eine Grenzen wie wir. Und das ballert noch ein bisschen und mehr zuckermäßig. Ich sag mal so, wenn du den 5-fachen Zuckergehalt da drin hast, das merkt man. Boah, das geht ist ja heavy. Gar nicht. Ja, ohne Scheiß, auch die Energy Drinks haben da 5 oder 7 Mal mehr Zucker, beziehungsweise es gibt einen, der hat 5 Energy Drinks hintereinander getrunken, danach ist er zusammengeklappt und kollabiert. Oh je. Weil zu viel Energy. Also danach hatte der eine Herzattacke. Ja, Energy Drinks sind ja wieso ziemlich ungesund. Ja, obwohl es geht. Ja, ist halt auch mega chemisch größtenteils. Ja, aber wenn du es übertreibst. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt, keine Ahnung, einmal pro Woche einen trinkst. Ja, wenn du hin und wieder mal Red Bull oder ein Monster oder sowas trinkst, dann ist das... Macht ja nichts, aber du darfst halt nicht, weiß ich nicht, 8 Stück hintereinander wegkippen. In Deutschland ist es ja so begrenzt, dass du davon nicht an einer Herzattacke... Natürlich, wenn du vorher irgendwie schon Probleme mit hast, ist klar, aber... Dass du jetzt nicht einfach als gesunder Mensch dadurch eine Herzattacke kriegst. Und das war, glaube ich, ein 25-jähriger Sportler, der das hatte. Okay. Footballspieler. Das ist heftig. Einfach so plump weg. Ja, musst du dir mal vorstellen. Im Endeffekt. Und wenn du jetzt bedenkst, dass dass wir mit Amerika ein Freihandelsabkommen wahrscheinlich machen. Not so geil. Sind die Leute hier gar nicht gewohnt, so viel Zucker? Ja, vor allem, was da auch sonst noch ist, ne? Ja. Ich möchte jetzt ja nicht schlecht reden, aber was man so dann mitkriegt, wenn man mal Sendungen gucken, die etwas informativer sind, sowas wie, ich weiß nicht, ob es auf D-Max ist, doch, ist glaube ich D-Max, der Feind in meinem Körper mit diesen Parasiten? Nie geguckt. Okay, recht interessant, wenn man sich für Biologie interessiert und, Mein persönliches Lieblingssendungsgedönsel ist wieso Kronzugas Kosmos mit Dieter Kronzugas. Weil, wie der am Ende in die Kamera guckt, voll ernst und freundlich, seine Brille abnimmt und dann sagt, das war's wieder mit Kronzugas Kosmos, mit mir, dem Dieter Kronzugas, das ist einfach die beste Stelle, jedes Mal. Nee, ich meine mal, und da hatten sie das, dass er irgendwie eine Bakterien, E. coli, glaube ich, oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es dadurch gekommen, dass er bei Mc's einen Burger gegessen hat. Und durch die schlechte Verarbeitungsqualität, weil es da eben nicht diese hohen Lebensmittelstandards gibt, wurde das wohl so irgendwie in der Schlachterei, hat wohl ein bisschen Scheiße von der Kuh am Bein oder so geklebt. Mhm. Und weil dann, ja, geschlachtet und dann kam wohl diese Scheiße von dem Fuß oder was auch immer mit ans fertige Fleisch und alles und dadurch hat er dann diese Bakterien bekommen. Heftig. Und das, aber sowas geht so auch eigentlich extrem schnell, wenn man weiß. Ja, und das ist verhäuft, das habe ich mir danach geguckt nach der Sendung, weil ich dann einfach mal so, ne, kennst mich ja? Habe ich das nochmal nachgeguckt und das ist da ganz verhäuft. Die haben das da ganz oft, ganz viele leiden darunter und das ist ein Dings, daran kannst du sowas von krepieren. Das ist noch nicht heilbar. Ja. Und wenn du dir das überlegst, dann ist es so, nee, könnt gerne das behalten, was ihr habt. Muss jetzt nicht sein.
Hey, die Miete wird immer größer. Ja, ansonsten, vielleicht mal ein kleiner Themawechsel von Parasiten, die uns umbringen wollen, zu dem Fest der Nächstenliebe, Weihnachten. Um jetzt mal so einen richtig krassen Themenwechsel einzuwerfen. Plot Twist. Hm? Richtig krasser Plot Twist. Habe ich jetzt nicht gereilt? Dann musst du es auch nicht. Ist wahrscheinlich besser so. Ja. Ich mach schon mal die nächste Miete, ne? Jo. Ja, auf jeden Fall. Wie sieht's denn bei dir so aus? Weihnachten, Vorfreude da? Worauf? Oder eher so meh? Worauf? Auf das Fest der Nächstenliebe. Auf, es ist nur Stress, nur Geld hin und her Schieberei. Ja. Dieses ewige, entweder du bist Heiligabend bei uns oder du bist Heiligabend bei uns und bei dem es nicht bist, den nimmst du sowieso krumm. Ja. Ganz ehrlich, Weihnachten hat schon lange nicht mehr diesen kindlichen Flair von wegen, hey, ich krieg Geschenke, alles toll. Nee, nee. Ja, das war, also wenn ich so überlege, so bis vor, ja, ist doch schon eine ganze Weile her eigentlich, so bis vor 8 Jahren würde ich sagen, so bis man 12, 13 war oder so, war Weihnachten echt immer noch ein ziemliches Highlight. Ganz ehrlich, Weihnachten kann auch toll sein, nur es ist einfach dieses Problem, ich möchte es nicht Problem nennen, aber es ist einfach so recht nervig, dass einfach immer dieses, ja, man muss Geschenke besorgen, man muss, ne? Ja. Man muss Geschenke besorgen und man muss dies, man muss das und es ist einfach so, das ist nicht das Fest der Nächstenliebe für mich, Entschuldigung. Ja, es ist, glaube ich, auch viele, die das mittlerweile so sehen. Ich glaube, früher war das auch da noch ein bisschen anders. Aber es ist in erster Linie auch halt wirklich viel, viel Stress, ne? Ja, das ist vor allem, weißt du, ich musste vor 2 Monaten schon planen, wie ich das jetzt hinkriege, weil ich mit meiner Maya Weihnachten feiern möchte, weil ich mich mit meinem Papa Weihnachten feiern wollte, weil ich dann natürlich auch mit meinen Cousinen Weihnachten feiern, weil das ist so, ja, andere haben da nicht so die Beziehung zu ihren Cousinen, aber, weiß nicht, bei mir und meinen beiden Cousinen ist das so, ja... Weihnachten muss man sich sehen, weißt du? Ja. Das war von klein auf so und das haben wir auch gesagt, wenn wir später groß sind mit Kindern oder sonst was, machen wir das trotzdem weiter. Und ja, weißt du, da musst du 3 bzw. dann 4, weil noch irgendwer anders noch will, ne? Musst du 4 Personen unter 3 Tage drunter bekommen. Ja. Ich kenn's ja selber bei mir. Bei mir ist es so, dass wir Weihnachten meistens hier zu Hause sind und halt meine Großeltern kommen. Und dann geht's nämlich am nächsten Tag lustig weiter. Dann sind wir nämlich erst bei den einen und dann abends bei den anderen Großeltern. Halt quasi nochmal der Gegenbesuch. Wo dann halt auch noch ein paar andere da sind. Onkel, Tante und so weiter. Ja, man kennt es ja. Und am nächsten Tag hat dann halt gleichzeitig noch mein Onkel Geburtstag. Das bietet sich dann auch noch an. Dann sind wir noch bei meiner Tante, also bei der Tante, die da vor dem Tag meistens nicht da war. Ja. Also auch auf jeden Fall volles Programm, 2 bis 3 Besuche jeden Weihnachtstag muss gemacht werden. Geil. Ist auch immer so, eigentlich ist es die Zeit, wo man dann am wenigsten Zeit hat fast, weil man, weiß ich nicht, man schläft da meistens ja sowieso noch ein bisschen aus, weil es ja auch ein freier Tag, dann weiß ich nicht, steht man 9 Uhr, 10 Uhr auf, kann sich dann schon bald wieder fertig machen für den nächsten Besuch. Ist dann vielleicht zwischen dem Besuch eine halbe Stunde zu Hause. Naja, sei froh, dass du Heiligabend nicht arbeiten musst. Musst du doch auch nicht, oder? Doch. Am 24. auch, oder? Ich muss am 24. arbeiten. Hätte ich mir am 31. freigenommen, hätte ich mir auch am 31. halben Tag arbeiten müssen. Zwar nur von 7 bis 12, aber ich hätte arbeiten müssen. Okay. Aber 25. und 26. hast du frei, ne? Ja, das sind Feiertage, das sind gesetzliche Feiertage. Ja. Aber Heiligabend und, sag ich mal, der letzte Dezember ist kein offizieller Feiertag, das heißt arbeiten. Dann ist es noch gnädig, dass die Firmen sagen, halber Tag. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich mir das so langsam angucke, als Schüler hat man es ferienmäßig doch schon extrem edel. Extrem? Extrem? Ja. Wenn du bedenkst, dass du als normal, als jetzt in meinem Fall Azubi, kannst du dir ja meist oder wirklich durchgehend eine Woche frei nehmen, nur in Sommerferien. Sommer, Herbst oder Winterferien. Oder Oster eben. Ja. Weil sonst hast du Berufsschule. Da musst du hin. Das ist das Erste. Zweitens, dann hast du
5 Tage von deinen, sagen wir mal, dein Chef ist super nett und gibt dir 30 Tage Urlaub. So, dann sind 5 Tage weg. Oh, na, hast du noch 25. Ja. Und wie viel hast du als Schüler? 6 Wochen Sommerferien, 2 Wochen Winter, 2 Wochen Herbst, 2 Wochen Sommer, 2 Wochen Ostern, aber... Und dann ne? halt Bayern nochmal 2 Wochen Pfingsten oder so, ne? Ja, ja, und dann noch diese Feiertage, diese Beruf, Beruf, ja, hier Schultage und all sowas. Ihr habt's gut. Ja, bald ist es bei mir auch vorbei. Ich habe ausgerechnet, ich gehe noch irgendwie 80 Mal zur Schule oder sowas. Noch nicht mal 70 Mal, glaube ich. Also das ist wirklich das Einzige, was ich aus der Schulzeit wirklich vermisse. Dieses ewige im Sommer frei haben. Das ist eigentlich schon heftig, wenn man überlegt, was das für eine Umstellung ist von, ja, 1-2 Wochen dann, die man vielleicht hat, je nachdem, wie das so beim Betrieb aussieht. Es gibt ja auch welche, wo du dann verpflichtend irgendwie 2-3 Wochen nehmen musst. Weil die generell dann eine Sommerpause Azubis, machen. Alle Azubis müssen 2 Wochen beibekommen hintereinander. Also das müsste der Chef ermöglichen im Sommer. Ja. Das ist Pflicht. Ja gut, aber ich würde sagen, Pflicht sind auch unsere 15 Minuten. Die haben wir schon wieder längst gesprengt. Und deshalb sehen wir uns beim nächsten Mal in einem neuen Part. Tschüss. Tschüss.